So, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Und heute kümmern wir uns darum, noch ein paar Spezialisten zu bekommen für Prosperity. Und das suchen wir jetzt einfach mal. Entschuldigung. Ich hätte den auch anders killen können, aber... Gut, ja, Prosperity, den werden wir ein bisschen, aufforschen, dafür brauchen wir noch ein paar Spezialisten. Ich habe jetzt einen gefunden hier, das ist aber Pastor Jerome. Ich weiß gar nicht, ob das ein Spezialist ist oder ob das nur eine Nebenquest ist. Zumindest werden wir da mal hinlaufen und gucken, ob wir da was machen können. Schon wieder geschossen. Die Waffe hier. So, hier ist das. Wo was Lieferung kommt. Dann mal gucken. Wo der hinfliegt. Die fällt hier runter? Direkt bei uns? Wie cool ist das denn? Oh! Super. Komm auch. Schon mal raus da. Ich rede sofort mit dir. Ich hole mir nur einmal kurz die Kiste. Wo ist die Kiste runtergekommen, ist die Frage. Da. Ja, dein Freund Jerome hilft mir auch gleich. Ich muss mal schnell die Kiste holen. Ja. Der Gegner kommt nicht. Gut. Befreien Außenposten. Ja, der Außenposten ist in der Nähe. Ja, das machen wir aber nicht. So. Super, und jetzt gehen wir zurück und helfen den guten Freund Jerome, den er meint. Komm zu dir. Geslidet. Los, reden wir. Danke, dass du mich rausgehauen hast. Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an und befreien Gefangene. Aber dieses Mal ging alles schief. Wir haben einen Truck überfallen und gerieten in einen Hinterhalt der Highwaymen. Sie haben Jerome. Ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Gott weiß, wohin sie Jerome gebracht haben. Vielleicht finden wir einen Hinweis in diesem Truck. Er ist nicht weit von hier. Ja, los. Lauf. Jerome kommt nach Hause. Nebenmission. Das machen wir. Ist eine leichte Mission. Also nicht schwer. Begib dich dann, wo der Konvoi verunglückt ist. Kannst du bitte... Was wir machen, wenn uns das Panzertape ausgeht. Gar nichts mehr. So, wir laufen da schnell hin. Eine Nebenmission. Gucken wir mal. Da unten ist er verunglückt, okay. Da runter. Oh, hier ist eine starke Strömung. Hier sind Hinweise. Highway-Befehle. Es gibt da einen verrückten Prediger mit einer Schrotflinte, der herumläuft und Konvois angreift. Wenn ihr ihn fangt, mein Boss will so schnell wie möglich mit ihm reden. Bringt ihn zur alten Kellett-Farmer. Wir bringen ihn dann zum Verhör. Okay. War ja schnell gefunden, der Hinweis. Okay, die Kellett Farm. Bei Jerome aus dem Konvoi, okay. Machen wir.
finde die Landschaft sieht sehr cool aus hier. Irgendwie. Ganz gut gemacht. Seinen Baum warten. Jetzt holen wir ihn mal da raus. Mist. Na, der Herr fand da. Oh, die Richtung. Wo fährt er hin? Der alte Sack. Hätten die mich nicht gesehen, hätte ich die wahrscheinlich so befreien können. Falls ich ihn nicht treffe, ne? Dann ist das ganze Spiel vorbei. Oh, warte. Gibst du noch? So, holen wir den Typen erstmal hier raus. Hier noch mehr? Ah, da muss noch einer, der muss auch befreit werden. Hier drüben. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Gar nichts. Elendig krepiert. Noch einmal einer. Da hinten liegt noch einer. So. So, Jerome. Für Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen.
Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also, wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen. Ja, sehr cool. Gut, gucken wir jetzt auch nochmal ein bisschen die Sachen ein. Jerome kommt nach Hause. So. Na gut. Haben wir noch einen? Das ist schon mal gut. Aber wir holen uns mal kurz unseren Wagen wieder hier. So, warte mal. Jetzt gucken wir auf die Karte. Jerome haben wir geholfen. Gucken wir kurz raus. Jetzt müssen wir noch ein paar Helfer für uns haben. Vielleicht sollten wir uns nochmal hier um Celine kümmern. Glaube ich. Und da ist sie. So, und zu der fahren wir jetzt mal hin. Denn sie kann uns bestimmt weiterhelfen. Das wird bestimmt eine sein, die wir brauchen. Später, deswegen fahren wir da mal hin. So. Nur passen wir nicht irgendwo über gegenfahren die ganze Zeit. So. Das ist schon viel besser, mit denen hier zu fahren. Als hinzulaufen, ne? Na komm, das schaffst du. Ein kleiner Berg. Willst du nicht? Na gut, dann fahren wir hier längs. Eine Straße. Das passt noch. Hier können wir noch längs fahren, glaube ich. Ohne ins Wasser zu fallen. Wow. Wie weit wir kommen hier. Alter, das Ding. Oh, Entschuldigung, Jerome saß hinten drauf. Na komm her, springen wir drauf. Hier kann man Schwarzbärsche fangen. Okay, gut zu wissen. Draußen steigen wir auf den Wagen rauf. Na gut, der will nicht. Dann fahren wir alleine weiter. Oh. Mann, Mann, Mann. Will ich nur irgendwo schnell hinkommen? Oder hoch? Perfekt, so. In die Richtung, perfekt. So. Eine Falle hier oder was? Moin. Da ist die Brücke. Hier ist ein Weg. Perfekt, dann müssen wir wahrscheinlich auch rüber. Yes. Auf Karte angucken. Wie viel gibt's hier? Gucken wir mal, ob wir da hochkommen zu hier. Zu Celine. Oder Selina? Celine? Oh, weiß nicht. Die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Hilfe bei irgendwas. Oh, es tut mir leid. Im Auto hätten wir mehr platt gemacht. So. Oh, das ist ein nettes Gefährt hier. Gefällt mir. Mit dem Quad hier durch die Gegend zu eiern. Ah, Jerome hat sich selber nichts geholt. Gut. Na, das kann ich mich doch erinnern. Hier gab es doch einen kleinen Showdown auch mit einem anderen Gegner. Das sah aber besser aus. So, jetzt mal kurz mal auf die Karte gucken, wo sie genau ist.
So, müssen wir in die Richtung. Oder auch nicht. Hören wir uns mal an, was sie sagt überhaupt. Okay, sie muss ja irgendwo hier sein. Gucken wir mal, ob wir sie finden. Da ist das Loch da unten ist wahrscheinlich gemeint. Da unten steht sie auch schon. Gut, gehen wir mal zu ihr hin. Na ja, komm, mit dem Motorrad. Auch nicht schlecht. Hallo, Celine. Sellerie. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon, Kräuter. Frag nicht, was für welche. Welche die wirken, weißt du, von der Art. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor 8 Mangelerscheinungen und 4 Infektionen gerettet. Allein in den letzten 6 Monaten. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter. Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Okay, dann holen wir die Scheiße mal. Wir sehen uns. Tiefseetaucher. Müssen wir hier wahrscheinlich runtergehen, ne? Auch nicht. Hätte aber noch leider, ne? Und wo müssen wir hin? Die Reiseapotheke. Die Leute sollten sich nicht so haben wegen ihren Ärschen. Tasche der Natur. Ich hab da eine echt nützliche Sache drin. Okay, da sollten wir wahrscheinlich runterfallen. Finden wir schon. Los, geht's mal weiter hier. Ich muss schon ein paar Sachen sammeln. Schon ein paar Gegner hier. Auch nicht. Finden wir hier vielleicht diese Schaltkreise? Wisst ihr, wo man diese anderen Waffen bauen kann? Ich weiß es nicht. Das Computerzeug können wir sowas vorstellen. Bis sie es sagt. Na, steigt weiter das Wasser. Aber wir sind ja Gott sei Dank gerettet hier so ein bisschen. Wir müssen wahrscheinlich da jetzt gleich rein. Da kann man wahrscheinlich noch mal was kaputt machen, damit es noch höher steigt. Oder es hört doch bestimmt jetzt auf. Würde ich behaupten. Ah, siehst du? Okay. Jetzt wiederum ist das Nichtsteigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mir Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Bin doch schon dabei. Gute Frau. Ich rette doch gerne. Ah! Ich bin eigentlich ein Tierliebhaber, aber du nervst schon. Alter, bist du dumm? Oh, ein Wildhund haut immer mit. Wieder einen Vorteilspunkt erhalten. Ah, guck mal hier.
Die knacken wir doch mal kurz. Dauert ein bisschen, aber es lohnt sich. Zack, genau. Hier sind wir längs. Hier gibt es nichts mehr. Gehen wir hier rein. Okay. Hoch da. Heieiei. Oh, eine enge Kiste da mit dem Tauchen. Ist die Frage, wo wir wieder zurück müssen. Wenn ich das jetzt aufdrehe hier. Ah. Okay, dadurch. Ach so, das ist ein kleines Rätsel hier, okay. Das machen wir jetzt an. High Pressure. High Pressure nach da. Brauchen wir nicht. So, das machen wir zu. Das geht ja raus. Das geht auch raus. Wir wollen nur, dass das da oben was hingeht. Aha. Da geht auch High Pressure hin. Öffnet alle Eingangsventile und schließt alle aus und schließt alle. Also da geht ganz viel rein jetzt. Die sind ja alle an hier, oder bin ich verkehrt? Hä? Wir müssen da den Druck erhöhen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Die andere zu. Wir sind alle zu. Und wir wollen, wo wollen wir den Druck hin haben, ist die Frage. Wir wollen ja Druck eigentlich in dieses Ding haben, wahrscheinlich, damit hier was rauskommt. Öffne alle Eingangsventile und schließe alle Ausgangsventile und Druck im Wasserkanal. Okay, also das da oben ist High Water, da geht da rein. Haben wir angemacht. Den machen wir auch an, weil der geht da hoch. Und haut das da rein. Machen wir auch an. Die ziehen beide den Druck weg. Also müssen die noch anmachen, ja.
Bei denen zumachen, passiert hier was? Nee. Passiert hier irgendwas? Nee, weil die da oben auch mal zumachen. Jetzt der Druck drauf. Okay, jetzt steigt das Wasser wieder. Wo muss ich jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, das ist das Problem. Ach, dahin, okay. Na komm, schneller. Okay. Mann, Mann, Mann. Gut, dass wir hier helfen. Ich glaube, es gibt hier keine Krokodile. Das wäre nämlich doof. Aber Ratten gibt es hier auf jeden Fall. Okay. Hallo? Okay, hier wird das Tor da wegsprengen, also müssen wir schon hier hingehen. Geht aber nicht. Gut. Erhöhe den Wasserstand mal wieder. Vielleicht können wir hier hoch erstmal. Okay, hoffentlich ist jetzt Schlangen sind, das wäre jetzt echt blöd. Klar. Gibt's hier Schlangen? Ding aufmachen hier. Und nacken. Das ist auch Quatsch, dass man so nacken muss, oder? So, das müssen wir natürlich mitnehmen. Alles mitnehmen, was keine Miete zahlt. So, dann gucken wir mal, wo es jetzt hingeht hier. Und wo es Schlangen gibt, gibt's auch Krokodile. Oh, nee, warte, das war Wasser. Bin da. Wir lagen im Sterben, abgestumpft, krank und am Hunger, bis Joseph höchstpersönlich oben am Silo auftauchte. Alles, was er gesagt hatte, war eingetroffen. Und ich hatte es gewusst. Ganz tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Vater lebt. Ich habe mehr Vertrauen in ihn denn je. Er sagt, dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen. Und das ist in Ordnung, weil ich diesen verdammten Ort nie wiedersehen will. Soll doch alles buchstäblich untergehen. Ich steige hinauf in ein neues Eden. Super für dich. Wir gehen hier runter. Okay, irgendwelche Viecher die ganze Zeit. Alter! Blödes Viech. Blöder Vielfraß. Noch weiter runter? Ach Mann.
Es gibt tatsächlich Krokodile. Ich glaube, es hackt. Gesehen? Schon hier weiter. Noch mehr Krokodile? Nicht so aus. Okay, veröffnen wir das. Ah! Was kommt hoch da? Ab und zu schwimmt er echt mal echt kacken langsam. Steig weiter, okay. Wo ich hin muss, ich glaube hier längs. Nein. Ruhe. Da hoch. Komm, komm, komm. Also von da bin ich gekommen, ne? Dumm. Nochmal, scheiße. Ich glaube, müssen wir hin. Oh, da, da raus. Komm her. Heilige Tittenfeder, du hast es geschafft. Hol mein Zeug, okay? Meine Reiseapotheke. Komm hoch, du kommst hoch. Nicht vergessen, okay? Eieiei, haben wir aber gerade so geschafft. Ich liebe dich, verfickt nochmal. Ich werde weiterleben. Die Titten abfrieren. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne 3 Wochen später tot umzufallen. Danke, echt jetzt. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so ein Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Alter. Ja, sehr cool. Auslieferung. Wir holen uns doch die Kiste. Das ist doch schon wieder Schluss für heute. Ja, cool. Dann kriegen wir noch eine Kiste. Und ja, und wir haben Celine jetzt dazu bekommen. So, uns fehlen noch 2 Spezialisten und
4 Verbesserungen. Gut. Ja, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.